Alle roten Bälle kommen in die Kiste mit dem roten Ball und alle gelben Bälle in die Kiste mit dem gelben Ball. Und dann beeilt ihr euch ein bisschen dabei, okay? Auf die Plätze, fertig, los! Nach getaner Arbeit kommt die Belohnung. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Das ist ja viel weniger. Das ist ja gemein. Wir haben uns mal im Borken umgehört und da sehen die Menschen das genauso. Also ich bin der Meinung, wenn ich gut bin in meinem Beruf, dann möchte ich auch ordentlich bezahlt werden, möchte ich auch genauso gut bezahlt werden wie die Männer. Und ich meine, nur weil der Mann steht und Hosen anhat, ist er nicht besser als ich. Und wenn ich gut bin, will ich auch gut bezahlt werden. Ich finde, dass diese Zahl für ein aufgeklärtes, westliches, wirtschaftlich florierendes Land wie Deutschland ein absoluter Skandal ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir schon seit 70 Jahren die Gleichberechtigung für Frauen und Männer im Grundgesetz verankert haben. Wenn ich das also sehe, ist es ein Skandal und aus meiner Sicht ist es absolut unakzeptabel und zeigt auch, dass nach wie vor bei uns in Deutschland die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im gesellschaftlichen und beruflichen Leben nicht umgesetzt ist. Also ich finde es absolut unverständlich, weil ich denke, jeder, der seine Ausbildung zu Ende gebracht hat und seinen Job gut macht und vielleicht auch sogar noch bereit ist, sich in seiner Freizeit weiterzubilden, der sollte auch dementsprechend bezahlt werden, das unabhängig davon, welches Geschlecht man hat. Hallo, hallo, guten Tag, ihr lieben Leute hier. Es ist wunderschön, euch alles zu sehen. Und er schneidet so alles ab. Und ja, die Gleichberechtigung der Frauen, ich bin schon dafür, wenn man so sieht, auch in Betrieben und so weiter, dass die Frauen sehr ehrgeizig sind, teilweise pünktlicher, korrekter, dass man auf jeden Fall die Gleichbezahlung schon durchführen sollte. Ja, was auch die Vorrednerin schon angedeutet haben oder gesagt haben, dass ich der Meinung bin, wer gute Arbeit leistet, der hat auch das Anrecht darauf, gleich gut bezahlt zu werden. Ob ich nun Mann oder Frau bin, das ist einfach auch im Grundgesetz ja im Prinzip schon verankert, dass eben alle Menschen gleich sind und das sollte auch für die Bezahlung der Arbeit gelten. Dass Frauen weniger verdienen sollen als Männer, haben sich wahrscheinlich Männer ausgedacht. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer. Sie arbeiten nicht nur genauso hart und bringen dieselbe Leistung, teilweise sogar mehr Leistung und auf unterschiedlichen Feldern. Und von daher gesehen bin ich dafür, dass es absolute Gleichberechtigung gibt und dazu gehört auch das Einkommen. Ich habe gerade gehört, was die Vorrednerinnen gesagt haben. Also ich bin der gleichen Meinung. Ich finde auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und auch die Sozialberufe, finde ich, werden wirklich viel zu wenig bezahlt für das, was die alle machen. Und die Frauen haben eine Doppelbelastung, Haushalt, meistens Kinder. Ja, und der Mann macht natürlich auch was, aber bei Weitem nicht so viel. Auch die Hausarbeit bleibt meist für die Frauen. Und ich finde, also es sollte alles auch honoriert werden und besonders im Beruf. Herzlichen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt.